Jetzt hör mal auf, ihn zu verprügeln, nur weil der mit deiner Eul. Ah ne, mit meiner Eul durchgebrannt ist. Komm her, du. Hey, wunderschönen guten Tag zurück zu Dead Space 3. Hallo. 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 Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zum lustigen Rumfliegen im Universum. Wir müssen dahin angeblich. Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht wohin. Ich weiß auch nicht, was wir hier wirklich machen. Wir sammeln Flugschreiber, damit wir irgendwie nach Hause fliegen können. Nein, damit wir besser schreiben können beim Fliegen. Ich kann auch beim Autofahren schreiben, so ist das. Dann brauchen wir aber einen Autoschreiber. Nee, einen Fahrschreiber, keinen Flugschreiber. Ich kann auch beim Autofahren schreiben. Dass wir hier diese Missgeburtenviecher haben und gar keine Munition mehr, wir haben nichts mehr. Nee, das ist richtig übel. Und wir können nicht mal Weltall zuhauen, weißt du? Oh, scheiße. Ding ja eine Schelle geben, aber... Nee, treten wir denn hin? Ich flieg dir mal nach. Wir müssen irgendwie in das Gerät hier rein, das ist aber... Der Gerät? Der Gerät? Der Gerät wird nie müde. Wir müssen in der Gerät. Der Gerät schneidet Donnerfleisch schweißfrei. Da, jetzt müssen wir... Da sind wir doch gerade lang geflogen, oder nicht? Ne, wir müssen hier rein. Ah, hier rein. Wo? Wo da? Ja, WTF, das soll einer finden, ey. alt, vielleicht? Oh. Lol, ey. Waren auf dem Kopf. Ja, komm rein, mach da Dinge hier zu. Ja, wir könnten mal echt Munition gebrauchen. Ich hab noch ganze 5 Schuss. Ich hab nichts mehr. Ich hab dir meine Munition gegeben. Liebe dieses Spiel. So. Mal alles kaputt machen, Munition. Hier kann man nichts kaputt machen. Warte, Moment, waren wir hier nicht schon? Ja, das sieht irgendwie so aus, ja. Scheiße, wir brauchen Munition, Mann. Wir müssen gleich mal unbedingt so eine Bank finden. Vielleicht kann man da was herstellen. Wo bist du denn jetzt, wir müssen jetzt also die nächsten Viecher. Am besten kommen da wieder die Unbesiegbaren. Ja, das wäre ganz toll gerade. Alles Anzug powern. Ich kann Anzug wechseln. Ich hab ja nur deswegen habe ich vielleicht einen anderen Anzug. Nee, du kannst ja nur einen auswählen. Ja, aber vielleicht habe ich mich umgezogen. Stimmt, du sicher, dass du den Anzug wechseln möchtest? Ja, möchte ich. Pass auf, jetzt habe ich den gleichen. Pass auf. Sieht auf jeden Fall voll geil aus, wie du da drin vergewaltigt wirst. Oh, und ein Helm. War toll. Ja, irgendwie ist er derselbe. Ja. Warte, jetzt will ich auch mal. Warte, ich geh raus. Komm ich in die F zurück. Ach, du kannst ihn auch upgraden mit mehr Leben. Ich hab nicht mehr was zum Heilen, weil ich dir das gegeben habe. Boah, Junge, ey. Ja, WTF? Was denn? Jetzt guck da mal bei mir. Bist du sicher, dass du den Anzug wechseln möchtest? Ja, bin ich. So sehe ich aus vor der Operation und nach der Schönheitsoperation. Sehe ich dann so aus. Hallo, hallo Mama. Ey, du hast den alten Anzug wieder. Na, wie geil bin ich? Ja, Mann, du hast den alten wieder. Wieder Titte. Du kannst doch, wenn du auf Anzug wechseln gehst, kannst du hoch und runter blättern. Ja, aber ich hab nur einen. Ich hab Special Forces Anzug oder Eve Anzug. Ja, dann bist du, weil du hier... Weil ich cool bin. Ja, weil du ja einer von den Special Forces bist. Ich bin ja nur so ein behinderter Techniker. Ja, da kann ich auch. So einer, der mal den Nobelpreis für Kinderpornos entwickelt bekommen hat. Keine Ahnung, jetzt geht er weg, ey. Achso, Entschuldigung. Oh, hier waren wir schon, ja. Ja. Da ist eine Bank, da ist eine Bank. Wo? Ich möchte mich auch hinsetzen. Ich will jetzt gucken, ob ich Munition herstellen kann. Ich bin da sowieso viel zu dumm für, Alter. Ja. Schwerer Standardrahmen, ja, hab ich alles bekommen. Bot ist zurückgekehrt, hat Ressourcen gesammelt. Wen hat er das gemacht? Waffen herstellen, Pläne. Objekte herstellen. Munitionsclip. Oh, sehr schön. Upgrade-Platine, weiß ich auch nicht, wofür das ist.
Warte, ich kann dich jetzt gleich mit Munition gut werfen. Ach, guck mal, ich habe hier noch Stase-Hilfe. Kann ich upgraden? Hab ich. Da nix. Ja, warte, ich hab jetzt. Das ist. Keine Ahnung. Mach ich einfach mal. Ich will erstmal meine Druckluftkanone loswerden. Oh, das hab ich auch. Scheiße. Alles klar. Okay, das auch. Ich weiß echt nicht, wie man das richtig upgraden soll. Das verstehe ich einfach nicht. Aber das wäre doch voll dumm. Verstehe ich immer noch nicht. Okay, das war schon mal nix. Ja, okay. Die habe ich auf jeden Fall ein bisschen. Oh, scheiße. Ein bisschen verändert. Ja. Nix. WTF? Hä? So, jetzt habe ich mir eine neue Waffe hergestellt. Und ich habe ganz viel Heilzeugs und Munition produziert. Wieso, weshalb, warum? Munitionshilfe? Weil ich kann. Diese Waffenteile herstellen. Ich habe unsere Vorräte gerade weggehauen. Ich habe mir eine Munitionshilfe hergestellt. Frag mich bitte nicht, wofür das ist. Alter! Erweiterung herstellen. Aha! Munitionssammler herstellen. Munitionskiste lädt die Waffe automatisch nach, sobald der Clip leer ist. Sammelt automatisch Munition in der Nähe ein. Das ist geil. Das nehme ich mit. Das baue ich mir. Ach, jetzt verstehe ich das erstmal so halbwegs. Hätten wir alle in den Arsch poppen. So, warte, ich will jetzt hier zurück. Was habe ich jetzt. Was habe ich gemacht? So, das war's. Wir sollten jetzt alle. Ich habe eine neue Waffe. Die wir brauchen. Ja, jetzt? Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und. Nein, Robert, wir fliegen zum Planeten. Wie stellt man das, den anderen Scheiß her? Wo ist das? Aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es. Boah, Junge. Waffen-Upgrades. Wenn nicht wir, wer dann? Objekte herstellen. Earthdorf gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig. Oh, Alter, zieh dir das mal rein. Das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du kannst auch Gegenstände herstellen, kannst du Munitionsclips herstellen. Ja, bin dabei schon. Verdammt richtig. Okay. Captain, wir müssen es versuchen. Carver, eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Okay. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie, mach das Schiff startklar, ich bin unterwegs. Aber du schießt auch noch da dran. Ich dachte. Ja, ich wollte noch mal gucken, ob ich mal aus meinem neuen Gewehr, was ich gebaut habe, ja, ja, nee, dann gucke ich auch noch mal eben. Ich dachte, du wärst. Nee, ich bin fertig. Nein. Ja, toll. Jetzt stehe ich da wieder dran. So. Hier, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Ja, genau, Alter. Ich hab auf dich geschossen. Ist nicht schlimm. Ich glaube, Michael hat mir da Schaden gemacht. Brauchst du Munition oder hast du genug? Ne, ich habe mir ein bisschen was gemacht und ich habe jetzt ein Upgrade auf meine Waffe gemacht, damit ich, wenn ich irgendwo langlaufe, die Munition automatisch aufsammle. Okay, dann müssen wir jetzt da lang. Wollen wir die Sache mal langsam zum Ende bringen? Na, natürlich. Was soll denn das jetzt? Müssen wir schon wieder? Ne, da kommen wir doch her. Oh, wir müssen aber wieder lang. WTF. Müssen wir wieder raus? Och nö. Jetzt echt? Ja. Warum? Boah, dann sagt das Ding, wenn du B gedrückt hast. Ja, ich drücke aber nicht lang. B, damit der das nicht sagt. Jetzt kommen wieder. Weltraum. Juhu, da freue ich mich schon den ganzen Tag. Was ist das? Ich will auch so eine Maske haben wie der da. Warte mal, ich habe doch eine Stase-Hilfe. Wofür ist denn die? Stase ist Zielen und. Achso, nee, ich hab auf meiner Waffe eine Stase-Hilfe. Okay. Wir müssen raus. Und wo müssen wir hin? Na, McDonald's. McFly. Da hinten hin. Yay. Nicht McDrive, McFly. Marty McFly. Was ist denn das für ein kaputtes Teil? Damit fliege ich doch nirgendwo hin. Was, das hier? Ja, guck dir das doch mal an. Ist doch geil. Wo bist du überhaupt? Ah, da.
Und was müssen wir jetzt damit machen? Achso, da müssen wir wieder. Ah, den Flugschreiber. Den Flugschreiber da reinbauen. Transfer, okay. Okay, nebenbei bemerkt, das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als wäre sich unser Flugfenster. Ui. Ja, yeah, guck mal. Ui. Ich bin Metal, ich bin Heavy Metal. Ja, yeah, was geht ab? Warte mal. Ui. Ui. Oh, ich bin auf dem Kopf. Ui. 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 Wo ist jetzt oben? Wo ist unten? Ah. Oben ist da, wo der Daumen links ist. So, wir müssen jetzt rein in das Schiff gehen hier. Oh. Da. Oh. Vorbeigeflogen. Muss reinkommen, oder? Ah. Ich bin da drin. Warum siehst du eigentlich jetzt wieder so fucking cool aus? Ja, weil ich den Anzug durchgewechselt habe. Patty, du stehst auf dem Kabel, Patty. Du ziehst mir gleich die Kopfhörer raus. Ja, ich sehe voll geil aus, ne? Ich seh... Mhm. Ah, Patty! Oh, Video, warte. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und warum der Blick? Hab doch gar nichts gesagt. Ja. Yeah. Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Dann nie. Lass nach Hause gehen. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Echt mal. Tu mir einen Gefallen. Wenn man will, damit gut gemacht wird, dann macht man das selber. Ganz genau. Immer wieder derselbe Scheiß mit den Frauen. Hier mit meinen Stase-Kräften. Oh. So, Nummer 1 ist drin. Oh, hier fehlt doch eins. Oh. Ja, das war ja sehr schwer, du Fotze, ey. Boah, jetzt sei mal nicht so böse mit dir. Ja, nix kann die, weißt du. Wer ist er? Ey, du. Ach, stimmt, den haben wir ja. Der ist voll verwundet, der Junge. Ich glaube, wir müssen da schießen. Der kriegt die Tollwut. Hör mal auf, ihn zu verprügeln, nur weil der mit deiner Eul... Ah, ne, mit meiner Eul durchgebrannt ist. Komm her, du. Und wieso hat die so einen blinkenden, bunten Knopf am Kopf? Erstmal alle dafür vermachen, wie die aussehen. So, was ist hier vorne mit dir? Der kriegt auch noch einen, ey. Ja, aber... Komm, du von der einen Seite, ich von der anderen. Ach, jetzt muss ich auch noch. Verschlug ich mir auch noch. Du musst jetzt fliegen? Oh Gott, nee. Ja, hör mal, ich bin der Techniker hier. Oh, guck mal. Geschütze offline. Kann ich mich da hin? Oh, geil, ich hab mich an die Geschütze gesetzt. Wie kann ich jetzt fliegen? Ich will jetzt hier Star Trek spielen. Keine Ahnung. Das ist glatter Selbstmord. Die Minen werden das Schiff in Stücke reißen. Das wird halt. Alter, sollten wir vielleicht vorher einen Cut machen? Ja, wir machen vorher einen Cut. Machen wir mal Pause eben. Dann, weil wir sind jetzt 30 Minuten dran. Das wäre, glaube ich, nicht so clever, wenn wir da jetzt weitermachen. 30 Minuten? 13 Minuten. Sag mal, stotter ich oder was? Tankman. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schussen.